Feiern im Club. Und der Gang in den Luftschutzbunker. Beides ist Alltag. Wir sind in Odessa, der weltoffenen Hafenmetropole. Sie steht für Prachtbauten, Strandleben und Party. Zumindest bis vor einem Jahr. Am 24. Februar 2022 ändert sich das Leben in der Ukraine. Der russische Angriffskrieg stellt alles auf den Kopf, auch in der einst unbeschwerten Partyhochburg Odessa. Die Hafenstadt liegt im Süden der Ukraine am Schwarzen Meer. Zwar ist Odessa rund 150 Kilometer von der Frontlinie im Osten entfernt, aber da es der wichtigste Exporthafen des Landes ist, kommt es immer wieder zu Raketen- und Drohnenangriffen. Genau damit leben auch Nika, Artem, Alina, Valeria und Nadja. Sie filmen für uns, wie sie trotz des Krieges den Alltag in ihrer Heimatstadt meistern. Ein ganz normaler Montagmorgen im April 2023. Hallo, mein Name ist Nika. Ich bin 29 Jahre alt und lebe in Odessa in der Ukraine. Ich bin Upcycling-Modedesignerin und liebe Menschen, die Menschen lieben. Außerdem liebt Nika ihren Hund Bao und traditionelles ukrainisches Essen. Heute kocht sie Sirniki, ein Quarkteiggebäck, zur Freude ihres Ehemannes Kariol. Nika ist die Chefköchin in unserer Familie. Und ich gehe gleich zur Arbeit, um die ukrainische Wirtschaft anzukurbeln. Ich bin stolz auf dich. Nikas Mann arbeitet in der Lebensmittelkontrolle am Hafen. Nadja geht in ihr eigenes Designerstudio. Aber erst muss Bao für die Tür. Nika wohnt im Zentrum Odessas. Das Viertel ist seit Kriegsbeginn eine Sperrzone. Nur wer am Militärcheckpoint nachweisen kann, dass er hier wohnt, darf rein. Außerdem ist an vielen Stellen das Filmen verboten. Früher war diese Straße ein touristischer Anlaufpunkt. Jetzt ist es ein gesperrter Sektor, weil hier in der Nähe der Hafen liegt. Er wurde bombardiert und es gibt viele Gründe, ihn nochmals anzugreifen. So will sich die Stadt vor Spionage schützen. Wie kaum eine andere Region war Odessa vor dem Krieg pro-russisch geprägt. Seit Kriegsbeginn wünschen sich mindestens 80% der Bevölkerung einen schnellen Beitritt in die EU. Und das spürt man. Nika verdient ihr Geld als Modedesignerin. Sie verwendet ausschließlich schon gebrauchte Stoffe, die sie zu neuen Kleidungsstücken zusammennäht. Der ganze Pulli wird solche Löcher mit Sicherheitsnadeln haben. Kurz nach Kriegsbeginn mietet Nika ein kleines Studio, in dem sie ihre Einzelstücke näht, für 50 Euro im Monat. Als der Krieg losging, sind die Mieten 2- bis 3-mal günstiger geworden. Und ich habe das genutzt, um mir jetzt auch eigene Räume zu mieten. Ich bin in der Nähe des Hauptbahnhofes. Und zur Zeit der ständigen Bombardierungen, als es kaum Elektrizität gab, hatte ich Glück, dass ich hier in der Nähe des Bahnhofes war und in der ganzen Zeit nur einmal ohne Licht war. Der Zugverkehr zählt zur kritischen Infrastruktur und bleibt bei Angriffen am Strom. Da Nikas Atelier an der gleichen Leitung hängt, hatte sie kaum Ausfälle. Vor Angriffen schützt die Lage allerdings nicht. 10 Kilometer weiter in einem Vorort filmt für uns auch der 20-jährige Artem. Hallo an alle, mein Name ist Artem. Ich lebe in Odessa und studiere angewandte Mathematik. Artems Morgen beginnt mit etwas, das für den Studenten inzwischen völlig normal ist. Jetzt haben wir gerade keinen Strom. Ich wollte mir eigentlich ein Omelett kochen, aber jetzt esse ich wohl Müsli. Das ist etwas, was wir im Krieg gelernt haben. Immer Müsli im Haus haben, damit man etwas essen kann. In Odessa wurden bisher hauptsächlich Ziele der wirtschaftlichen Infrastruktur angegriffen, wie die Elektrizitätswerke. Es gibt immer wieder lange Stromausfälle. Daran hat sich Artem gewöhnt. Aber wie lebt er mit den Luftangriffen?
Es ist schwer zu sagen, ob ich Angst habe oder nicht. Zu Beginn auf jeden Fall. Dann habe ich mich irgendwie daran gewöhnt. Man fühlt sich mehr, als hätte man einen Stein auf der Seele. Man spürt es nicht, weil man es gewohnt ist. Aber es beeinflusst trotzdem dein Leben. Artem trifft sich jetzt mit seiner Mutter. Zweimal die Woche unterstützt er sie bei ihrer Arbeit als Tierärztin. Für den Studenten eine willkommene Ablenkung, denn die meisten seiner Freunde sind weggezogen oder an der Front. Wir haben darüber nachgedacht, die Ukraine zu verlassen, aber ich kann nicht weg, weil ich 20 bin. Ich darf wegen des Krieges nicht das Land verlassen und meine Mutter will nicht ohne mich gehen. Also sind wir noch hier. Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine nicht verlassen, auch wenn im Moment nur diejenigen mit Militärerfahrung an die Front müssen. Helfen will Artem trotzdem, und wenn es nur seiner Mutter mit den vielen streunenden Tieren ist. Für die Straßenkatzen hat er gemeinsam mit anderen Anwohnern Behausungen gebaut. Mit seinen Aktionen will Artem sich ablenken. Es hilft mir, die Situation besser zu überstehen. Denn wenn ich die Zeit hätte, nur auf dem Bett zu liegen, dann würde ich viele schlechte Gedanken bekommen. Ich hoffe, das wird irgendwann wieder anders. Artem studiert Mathe an der Universität von Odessa. Die Vorlesungen finden seit Kriegsbeginn nur online statt, wenn nichts dazwischen kommt. Rund 100 dieser Alarme gab es in Odessa in diesem Jahr. Ich habe mich tatsächlich an das Geräusch gewöhnt. Wir bringen uns nicht mehr in Sicherheit. Also in meiner Familie zumindest. Weil es einfach viel Zeit, Kraft und Anstrengung kostet, bei jedem Alarm in den Keller zu gehen. Modedesignerin Nika trifft der Luftalarm bei der Arbeit. Ich höre keine Explosionen. Alles scheint ruhig. Aber vielleicht fliegt etwas auf uns zu. Am Anfang, in den ersten Monaten, sind wir immer in den Keller gerannt und haben da auch mal übernachtet. Das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt wissen wir, dass wir die Luftabwehrsysteme haben. Wir haben Waffen, mit denen wir uns verteidigen können. Und wenn wir Waffen haben, haben wir auch Schutz. Darauf vertrauen nicht alle. Die 17-jährige Schülerin Valeria geht bei jedem Alarm in den Luftschutzkeller. Sie saß gerade am Laptop beim Online-Unterricht. Für mich ist jeder Luftalarm Panik. Ich verstehe nicht, wie man sich daran gewöhnen kann. Ich habe nur deswegen etwas weniger Angst, weil ich inzwischen weiß, was ich bei einem Alarm tun muss. Jetzt wartet sie. Sie nutzt die staatliche Warn-App und auf den Messenger-Diensten haben sich Infogruppen gebildet, die über Art und genauen Ort des Angriffs berichten. Und auch sonst hilft ihr das Handy. Während des Luftalarms, wenn wir alle im Keller versammelt sind, sprechen wir miteinander und versuchen uns gegenseitig zu trösten. Auch wenn wir Explosionen hören und es sehr beängstigend ist. Wir versuchen immer, einander zu beruhigen. 3 Stunden später ist der Alarm vorbei. Valeria macht im Juni ihren Schulabschluss. Gerade das letzte Schuljahr wieder mit Online-Unterricht, getrennt von ihrer Clique verbringen zu müssen, ist hart für sie. Deshalb trifft sie sich so oft es geht mit ihren Freundinnen. Wenn Valeria sich mit ihren Mädels trifft, vergisst sie den Krieg. Wir lieben es, im Herzen von Odessa spazieren zu gehen. Zum Beispiel hier am berühmten Opernhaus.
Ganz normale Dinge machen und die Heimatstadt genießen, das ist den Schülerinnen wichtig. Nach den ersten Monaten, in denen sich Valeria kaum rausgetraut hat, fühlt sie sich jetzt wieder freier. Zu Kriegsbeginn ist es mir sehr schwer gefallen, fröhlich zu sein. Aber ich habe erkannt, dass der Krieg nicht endet, wenn ich leide. Das Leben geht weiter. Das spürt auch Alina. Sie ist 25 und lebt im Herzen der Millionenstadt. Da sie während ihres Studiums in Deutschland lebt, spricht sie perfekt Deutsch. Ich heiße Alina. Ich lebe in Odessa und arbeite hier als Deutsch- und Englischlehrerin. Alina trifft sich heute mit ihrer 5. Klasse, die sie sonst nur im Online-Unterricht sieht. Von den ehemals 26 Kindern leben derzeit nur noch 10 in Odessa. Und für die organisiert sie regelmäßig Unternehmungen. Heute einen Töpfer-Workshop. Also das ist schwer zu übertreiben, wie wichtig das für die Kinder ist. Wenn sie wirklich die ganze Zeit vor dem Computer sitzen, dann möchten sie einander auch schon endlich im Leben sehen, ja? Und deshalb bedeutet das schon ganz, ganz viel für sie. Auch Alina gibt es halt, ihre Schüler zu sehen und allen einen Moment der Unbeschwertheit zu schenken. Es ist mir sehr wichtig, diese Kinder glücklich zu sehen und vielleicht mal auch ein Stückchen des normalen Lebens ihnen zu geben. Ein Gefühl der Kindheit sozusagen. Auch nach über einem Jahr kann Alina sich noch gut an die ersten Tage des Krieges erinnern. Erste zwei Tage habe ich fast nicht geschlafen und ich war immer in sozialen Netzwerken. Ich habe immer die Nachrichten gecheckt und das Schlimmste in dieser Situation ist, dass du diese Hilflosigkeit immer hast. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich etwas machen muss, sonst werde ich verrückt. Also engagiert sie sich seit der ersten Kriegswoche in einer Hilfsorganisation, die Freunde gründen. Dort sammelt sie Spendengelder und verteilt Hygieneartikel und Essen an Inlandsflüchtlinge in Odessa. Das ist sehr schwer, immer diese Hilflosigkeit zu fühlen. Deshalb, wenn du so etwas machst, dann fühlst du auch, dass du diese Situation beeinflussen kannst und wenigstens etwas machen. Die Deutschlehrerin bringt Soldaten-Care-Pakete an die Front. Auch das hat sie für uns gefilmt. Wir sind mit dem Auto sehr nah zu der Frontlinie gefahren, ja, weil da unsere Soldaten waren und sie brauchten etwas dringend. Ja, einmal sind wir zu einem Dorf gekommen, um einen Hund mitzunehmen. Wir wollten sie retten. Und wir haben sehr laute Explosionen gehört. Da hatte ich schon wirklich Angst. Der 20-jährige Student Artem ist gerade viel allein unterwegs. Fast alle Freunde sind weggezogen. Wir fragen uns, wie plant er in dieser Situation seine Zukunft? Welche Träume hat er? Selbst ohne den Krieg ist es schwer, die nächsten Schritte zu planen. Was will man machen nach dem Studium? Das sind schwere und komplexe Entscheidungen. Jetzt ist es noch schwieriger, weil niemand weiß, was morgen sein wird. Und man kann sich mit nichts sicher sein. Artem lebt im Jetzt. Zum Beispiel an seinem Lieblingsort, einem Salzsee nahe der Küste. Das ist die Kürling-Mündung. Die wollte ich euch zeigen. Für Artem ist auch nach über einem Jahr Krieg schwer zu begreifen, was da eigentlich in seiner Heimat passiert. Ich kann nicht nachvollziehen, warum wir kämpfen müssen, um sicher zu leben. Ich verstehe nicht, warum jemand einfach ein anderes Land angreift. Ich wünsche mir, dass es so schnell wie möglich aufhört. Guten Morgen.
Unsere nächste Protagonistin ist ein echtes Energiebündel. Hallo, ich heiße Nadja, bin 25 Jahre alt und Fitness ist mein Leben. Nadja arbeitet als Personal Trainerin. Ihr Freund Kyrill fuhr lange zur See und unterrichtet jetzt angehende Matrosen. Nadja hatte gerade begonnen, nach Räumen für ein eigenes Fitnessstudio zu suchen, als Russland die Ukraine angreift. Jetzt sucht sie wieder und ist damit nicht allein. Ihr könnt sehen, dass das Leben weitergeht. Die Ukrainer sind ein starkes Volk. Sie glauben an eine Zukunft. Und man sieht hier, dass sogar während des Krieges neue Läden eröffnet haben. Also entgegen aller Vorhersagen und dem Schubladendenken von anderen Leuten, versuchen die Menschen hier einfach ihr Leben zu leben und Pläne für eine Zukunft zu machen. Im Moment unterrichtet Nadja in einem Yoga- und Fitnessstudio. Und nach einem ersten Rückgang der Teilnehmerzahlen sieht sie jetzt wieder mehr Menschen in ihre Stunden kommen. Die meisten von uns leben inzwischen wohl mehr im Moment, weil wir gar keine andere Wahl haben. Auch Nadja versucht, das Leben so gut es geht zu genießen. Dennoch kann sie den Krieg manchmal nur schwer verdrängen. Das zeigt sich, als wir sie bitten, ihren Lieblingsort in Odessa für uns zu filmen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil ich mit euch an einen ganz besonderen Ort fahre. Alle paar Wochen besucht Nadja den Westfriedhof, auf dem die frischen Gräber, geschmückt mit gelb-blauen Fahnen, täglich mehr werden. Diesen Ort wollte ich euch zeigen. Es fällt mir sehr schwer, hier zu sein. Aber hier liegen unsere Helden, die uns beschützt haben, die unser Land beschützt haben, unser Recht auf freies Leben und unsere Unabhängigkeit. Der Horror eines Krieges im eigenen Land und trotzdem irgendwie weiterleben. Genau das ist der Spagat, den die Menschen in der Ukraine im letzten Jahr geprägt hat. Auch Modedesignerin Nika. Gerade nach einem Tag wie heute mit Luftalarm freut sie sich, mit Freunden auszugehen. Diese ganzen negativen Emotionen werde ich los, wenn ich tanze. Und ich freue mich sehr, dass ich das mit meinen Freunden zusammen machen kann. Vor dem Einmarsch der Russen galt Odessa als die Partystadt des Ostens. Nika erzählt, dass man jeden Tag in Clubs oder auf Konzerte gehen konnte. Viele Besucher aus der ganzen Welt kamen nur wegen des Nachtlebens nach Odessa. Das Zentrum war früher voll mit Touristen und Einheimischen. Aber das ist nicht der einzige Unterschied beim Feiern gehen in Kriegszeiten. Es ist komisch, dass es noch so hell ist, weil früher sind wir immer erst nach Mitternacht losgegangen. Jetzt ist es erst 7 Uhr abends und wir müssten eigentlich schon dort sein. Wir verspäten uns, wie immer. Denn ab Mitternacht beginnt eine Sperrstunde. Um 23 Uhr schließen deshalb die meisten Clubs. Im 119, dem einzigen Elektroclub, der geöffnet hat, legt heute eine bekannte DJ auf, seit 18 Uhr. Wenn Alarm ist, fühlen wir uns hier in Sicherheit, weil sich der Club im Keller befindet. Glücklicherweise. Auch Trainerin Nadja und ihr Freund Kyrill sind unterwegs, allerdings auf den Straßen der Innenstadt. Irgendwo wird immer Musik gemacht. Aber was machen sie, wenn es hier einen Luftalarm gibt? Überall in Odessa findet man Schilder, die dir den Weg in den nächsten Schutzraum zeigen.
wo du dich im Falle eines Raketenangriffes verstecken kannst. In manchen Vierteln gibt es Bunker, wo 200 bis 300 Menschen hineinpassen. Anderswo fassen sie nur 20 Personen. Aber fast jedes Gebäude hat eine Art Schutzkeller. Kaum eine ukrainische Stadt ist so verbunkert. Ein 2500 Kilometer langes Tunnelsystem auf drei Ebenen durchzieht Odessa. Für Modedesignerin Nika ist das Partymachen ihre Art des Widerstands. Man kann uns nicht unterwerfen. Niemand, niemals. Feiern, wenn im eigenen Land Krieg herrscht. Für viele fühlt sich das falsch an. Auch Nika musste sich daran gewöhnen. Aber sie will sich ihr Leben nicht wegnehmen lassen. Ich glaube inzwischen fest daran, dass das Leben unvorhersehbar ist. Und man sollte im Moment leben. Einfach das Leben schätzen und genießen. Fünf mutige junge Menschen zeigen uns, was der Krieg für ihren Alltag bedeutet und wie sie sich ihr Leben trotz allem nicht aus der Hand nehmen lassen.